Hallo, meine Lieben. Ja, ganz, ganz lang ist es her. Tut mir auch total leid. Ich hatte ja eigentlich beim letzten Video angekündigt, dass ich jetzt wieder öfter live komme, aber irgendwie, ja, kam das Leben dazwischen. Hatte Corona und ja, auf der Arbeit hat sich einiges geändert und da war ich extrem eingespannt und ja, ich verspreche jetzt auch nicht, dass ich jede Woche live komme, beziehungsweise live ja sowieso nicht, dass ich euch ein Video präsentieren kann. Aber gestern war ich bei Insta Live. Da bin ich übrigens immer dienstags mit den Mädels live beim Basteltalk. Also wenn ihr mir auf Insta noch nicht folgt und ihr benutzt Insta, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch da folgen würdet. Und wie gesagt, da sind wir immer dienstags um 20:30 Uhr live. Und das Ganze findet ihr bei elas.bastelstube auf Insta. Da findet ihr mich. Und da habe ich gestern im Live diese kleine VIP-Box gebastelt. Und jetzt bin ich von einigen angesprochen worden. Die hat hier so wie so eine Raute, ist das im Prinzip. Von einigen angesprochen worden, dass man dort. Weil es geht immer meine Demo-Kollegin live, die Christina von Schmitzis unterstrich kreative unterstrich Kartenwelt. Und dann bin ich im unteren Feld des Videos. Und da laufen ja auch die ganzen Kommentare durch. Und dann bin ich jetzt angeschrieben worden, dass man das leider sehr schlecht sehen konnte. Und darum habe ich mir überlegt, komm, dann mach nochmal ein Video dazu hier auf YouTube. Und ja, die wollte ich euch zeigen. Die habe ich einmal eben hier in so einer Geburtstagsvariante oder eben, ihr könnt sie auch weihnachtlich machen. Und was mir dann gestern kurz vor dem Live noch eingefallen ist, ich habe die abgewandelt auch, ihr seht es, in klein. Ja, die ist also auch deutlich schmaler als die anderen. Und so als Tischgoodie, hier passt genau so ein kleines Küsschen. Ja, Küsschen und ich denke auch mal eine Kirsche. Ihr wisst, was ich meine. Übrigens Werbung. Muss man ja jetzt einblenden. Das darf ich nicht vergessen. Darum bleibt das jetzt auch da oben liegen. Ich hoffe, das klappt jetzt so alles. Und ihr braucht auch eigentlich nicht viel. Und ich verspreche euch, die Box ist auch gar nicht schwer. Wir fangen auch mal an. Und ich benutze jetzt, weil ich mir das im Moment auf die Fahne geschrieben habe, mein altes Designerpapier zu benutzen. Habe ich hier noch ein altes Designerpapier aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Ich kann euch noch nicht mal mehr sagen, wie es heißt, weil warum auch immer habe ich den Aufleger hinten nicht mehr drin. Aber das ist auch so teilweise, könnt ihr sehen, foliert. Und dazu, das war so ein Produktpaket, gehörte dieses Stempelset Schöner Herbst und diese Handstanzen. Und damit arbeiten wir heute. Aber wir fangen mit dem Designerpapier an. Ich habe euch ein Template erstellt. Und zwar, ich nehme doch mal die Schneidemaschine weg, sieht das so aus. Ihr könntet jetzt einen Screenshot machen. Ich kann euch auch mal ein Stück, nein, genau die andere Richtung, näher ziehen, damit ihr es besser sehen könnt. So, dieses Designerpapier hat ein Maß von 21 mal 16 Zentimeter. Ich habe auch einen Post auf Insta gemacht, wo ich diese Maße alle nochmal gepostet habe. So, jetzt gehen wir mal wieder ein Stück raus, damit man meine Werbung auch sieht. So. Und ich habe mir das, im Endeffekt sieht es dann zugeschnitten so aus. Hier ist die Klebelasche. Ja. Nehme es nochmal ein Stück hoch. So sieht es dann zugeschnitten aus. Und ich habe mir das Stück Designerpapier jetzt schon zugeschnitten auf 21 mal 16 cm. Und ihr könnt auch ein Designerpapier nehmen, was eine Richtung hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, so wie hier, sind ja die Pinguine drauf, eine Richtung habt, dann müsstet ihr die lange Seite beim Falzen so rum anlegen, dass sie zu euch guckt. Und ich hole das mal eben. Sorry. Hier ist die Box. Die habe ich dann gestern nämlich einmal nochmal ausprobiert. Und ihr habt hier, und das finde ich sehr schön, alle Tiere richtig rum. Also da steht nichts auf dem Kopf. Ja, und deshalb, ihr könnt also auch Designerpapier benutzen, was eine Richtung habt. Da müsst ihr beim Anlegen die lange Kante, also die 21 cm, so hinlegen. So, jetzt aber. Also wir legen uns die 21 cm oben an und falzen bei 5. Und das ist Designerpapier, also vorsichtig, nicht, dass es euch reißt, also nicht so doll drücken. Bei 10
Ich bin hier übrigens in meinem neuen Reich bei 15 und bei 20 cm. Mein jüngster Sohn ist ausgezogen, sehr überraschend für Mama. Ja, und dadurch ist sein Kinderzimmer leer geworden und ich muss jetzt nicht mehr auf den Dachboden, sondern bin jetzt auf der Zwischenetage, also da, wo auch unser Schlafzimmer und Bad ist. Und bin eigentlich sehr, sehr glücklich, weil hier ist es deutlich heller, hier ist es wärmer, hier ist es größer und einfach schöner. So, jetzt legt ihr die kurze Seite an und es ist egal, wo hier die Klebelasche liegt, ob oben oder unten, weil wir falzen auf beiden Seiten gleich. Und wir falzen einmal und ich lege mir das immer gerne hier an, damit ich hier mehr Auflagefläche habe. Auf dieser Seite bei 1 und bei 2 cm. Dann drehen wir das Papier um 180 Grad und machen es auf der anderen Seite auch. Also falzen bei einem und bei 2 cm. Und dann müssen wir noch eine Mittelfalz, die brauchen wir ja, um hier diesen Steg zu bekommen. Schieben wir das Papier auf 8 cm auf der kurzen Seite und falzen uns noch einmal die mittlere Falz. So, jetzt kann der Papierschneider auch weg. Denn das war's. Jetzt mache ich so, dass bei mir die Klebelasche hier liegt, auf der rechten Seite. Und jetzt müssen wir ein bisschen was markieren. Und zwar habt ihr, ich gehe mal ein Stück runter, ihr habt hier ein Feld von 5 cm, hier, hier und hier. Und wir markieren, hier habt ihr die erste Falz bei 1 cm und bei 2 cm. Und an dem zweiten Feld, an der zweiten Markierung, legen wir unser Lineal an und markieren uns die Hälfte bei 2,5. Das könnt ihr machen mit einem Falzbein oder hier mit so einem Falzstift oder aber mit einem Bleistift, aber dann nur ganz leicht, damit ihr es hinterher wieder wegradieren könnt. So, wenn euer Lineal lang genug ist, könnt ihr das hier hinten im letzten Feld bei 12,5 markieren. Und das Gleiche machen wir unten. Jetzt liegt nun mein Feld natürlich hier auf dieser Seite an die zweite Falz und markieren bei 2,5 und dieses bei 12,5. Also die Markierungen sind hier, ich hebe es nochmal hoch bei mir, na, man kann das wirklich ganz schlecht sehen hier und da. Und jetzt haben wir die Mittelfalz. Ich drehe es mir wieder mal um, damit ich die Klebelasche auf der rechten Seite habe. Jetzt legen wir unser Lineal im selben Feld, wo wir gerade die Markierung gemacht haben, hier an der Mittelfalz an. So. Und zwar markieren wir jetzt 0,5 mm von der Markierung aus nach innen. Machen wir uns einen Punkt und auch bei 4,5 machen wir uns einen Punkt. Und das machen wir im hinteren Feld auch. Da machen wir uns die Markierung bei 10,5 und bei 14,5. Und jetzt müssen wir diese Punkte nur noch miteinander als Falzlinie verbinden. Das heißt, ich habe ja hier oben, na, wo ist sie? Da, die Markierung gemacht und hier. Und jetzt zeichnen wir uns im Prinzip, oder falzen uns, nicht zeichnen, eine Raute ein. Geht da ruhig ein paar Mal hin und her. Dann wieder hier oben hin. Und jetzt zu dieser Markierung, die wir uns hier gemacht haben. Aber immer schön vorsichtig, weil Designerpapier ist ja empfindlicher als Farbkarton. Könntet ihr übrigens auch nehmen und euch den dann bestempeln. So könntet ihr euer eigenes Designerpapier machen. Und dann gehe ich wieder hier hin und falze mir hier eben eine Raute, so wie es hier im Prinzip eingezeichnet ist. Ne? Ihr falzt hier das nach. Und das machen wir bei unserem Feld hier auch. Hier wieder die Mitte suchen. Habe ich den kleinen? Nein, habe ich nicht. So, hier ist meine Markierung. Lineal anlegen und falzen. Ich mache das ganz gerne, dass ich diese Markierungen eben mit so einem Falz, Entschuldigung, mit so einem Falztool markiere, weil ich dann irgendwie habe ich die letzten Wochen immer das Pech, dass, warum auch immer, meine
Bleistiftstriche nicht gut wegzuradieren sind. Und ich habe wirklich gute Bleistifte und ich habe auch wirklich gute Radiergummis, aber irgendwie bleiben immer Reste zu sehen. Und das möchte ich halt nicht. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was schneiden. Ich zeige es euch nochmal hier. Hier ist ja unsere Klebelasche und wir schneiden jetzt im Prinzip diese beiden, also diese vier Felder schneiden wir raus. Das Feld zwischen den beiden Rauten bleibt komplett stehen, also auch die Klebelaschen. Und hier schneiden wir die vier Felder raus, oben und unten. Es bleibt nur komplett stehen, dieses mittlere Feld zwischen den beiden Rauten. Ihr könnt es sehen. Und dann schräge ich mir das hier auch sofort ein bisschen an. Dann schneide ich hier bis zur nächsten Querfalz. Das ist ja das Feld, was stehen bleiben muss. Dann schneide ich hier hoch. Das ist das Feld, was stehen bleiben muss. Und dieses untere Feld, die beiden, schneide ich komplett raus. So. Und das machen wir oben auch, weil ich nehme mal, glaube ich, meine kleinere Schere. Damit kann ich besser schneiden. So. Heißt, wir schrägen uns hier die Klebelasche wieder. Also ich mache das. Ich schräge sie mir so ein bisschen an. Und dann kann ich jetzt im Prinzip auch hier, wenn ich die Falzlinie sehe, bis hier rüber schneiden. Abschneiden. Dieses Feld bleibt stehen. Und dieses Feld, diese beiden Felder hier hinten kommen, die Klebelaschen, also die Falzlinien komplett raus. So. Ja, und das war es eigentlich schon mit dem Zuschnitt. Jetzt müssen wir alle Falzlinien nachfalzen. Und auch hier vorsichtig, ihr könnt es auch nur mit der Hand falzen, weil es ist Designerpapier. Ich bin jetzt vorsichtig und mache es langsam. Jetzt falze ich mir eben erst alle mit dem Falzbrett gezogenen Falzen nach, bevor ich dann die Rauten falze. So. Und nicht vergessen, wir haben hier die Mittelfalz. Die ist auch wichtig, sonst kommt das nicht so schön raus. So, und jetzt, ach, da habe ich noch die kleinen vergessen. Ist mir gestern beim Live auch schon passiert. Also ich mache das jetzt so, dass ich diese ganz kleinen hier, die erste Klebelasche, aber nicht viel, wirklich nur so ein Müh, weil ich weiß aus Erfahrung, dass das dann besser in die Box rutscht. Und hier habe ich sowieso nicht gut getroffen. Also es muss sagen, das Papier war keine gute Wahl. Das hatte ich gestern schon, da habe ich so ein kariertes Papier genommen. Ich sehe das ganz schlecht, die Falzlinien. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie hier auch nicht. Seht ihr, hier habe ich nicht gut geschnitten. Da bin ich ein Stück neben die Falz gekommen. Und dann wird die Box natürlich schief. Also da müsst ihr schön aufpassen. So, das kommt auch noch mal raus. Weg. Und jetzt habt ihr ja hier die Raute gefalzt. Und jetzt knickt ihr euch das vorsichtig nach vorne. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch mit den Fingern. Und auch schön bis in die Ecke, bis wohin ihr gefalzt habt. Und die andere Seite auch. Ja, schön bis in die Ecke falzen. Und unten genau das Gleiche. Und das machen wir bei der zweiten Raute auch. Ich habe diese Box gesehen in einem Post auf Insta und habe mich so verliebt, weil ich das eben so schön fand, dass die hier hinten diesen breiteren Steg hat. Es gibt diese Rautenboxen ja auch, ganz normal. Da sehen die so aus und die sind ja hier dann so platt. Ja, auch schön, aber ich wollte eben das gerne so wie da in dem Video mit diesem breiten Steg. Und ja, es käme wohl ein Video, Sie wüssten nur noch nicht wann. Wir sollten uns noch ein bisschen gedulden. Und Geduld ist nicht so meine Stärke. Also habe ich einmal diese Rautenbox, deshalb liegt die da auch, die lilane,
so normal gebastelt. Habe mir dann eben überlegt, okay, habe auch nicht, also keine Anleitung auf YouTube dazu gefunden. Habe ich gedacht, okay, das kriegst du selber hin. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgetüftelt und habe gedacht, ja klar, total einfach, weil eigentlich brauchst du nur eine zusätzliche Klebelasche, damit du hier oben so einen Steg hast. Also total easy. Jetzt haben wir alles schön nachgefalzt. Jetzt kommt hier auf diese Klebelasche Klebe. Und ihr könnt dann natürlich Flüssigkleber nehmen. Ihr nehmt das Klebemittel eurer Wahl. Ich nehme jetzt Abreißklebeband und setze mir das hier schön an die Falz. Dann knicke ich mir das erste Feld ein und schlag. Und wenn ihr richtig gut gefalzt habt, dann passt das jetzt auch super. Bei mir passt es nicht immer, so wie jetzt. Guckt hier was raus. Das ist aber nicht schlimm. Dann nehmt ihr einfach eure Schere, wo immer ich auch den Fehler beim Falzen gemacht habe, und schneidet diesen Schnipsel ab. Das ist total egal. So, jetzt liegt die Box so vor euch. Hier sind die Rauten. Und jetzt braucht ihr das einfach hier oben nur zusammendrücken und dann könnt ihr das hier in die Lasche schieben, wenn ihr es weit genug angeschrägt habt. Bei dem habe ich es noch gar nicht gemacht, glaube ich. Das habe ich vergessen. Aber wie gesagt, ich schneide da wirklich nicht viel ab. Ich ziehe euch noch mal ein Stückchen raus. So, dann habe ich ein bisschen mehr Platz unter der Kamera. Und jetzt könnt ihr das hier zwischen diese Laschen stecken. Und glatt noch ein Stück. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr sagt, okay, eine Seite, nee, hier sperrt es noch. Eine Seite klebe ich mir in der Box fest. Was sperrt hier noch? So. Eine Seite, also dann würdet ihr jetzt hier Klebemittel drauf machen und dann könntet ihr sagen, das ist mein Boden und den klebe ich jetzt in der Box fest. Was sperrt denn jetzt hier? So. Nichts sperrt. Das könntet ihr machen, dann ist der immer zu und hier oben könntet ihr es befüllen und da könnt ihr es natürlich nicht zukleben. Ja, also da habe ich jetzt gemacht, bei allen Boxen eigentlich, dass ich so ein bisschen, ja, Band mir abgeschnitten habe. Das ist auch nochmal zusätzlich eine Deko und Band drum gewickelt habe. Jetzt habe ich bei Kreativdepot mir so eine Auswahl von so dünnen Nylonbändern gekauft, damit ich eben so ein paar Farben habe, um die überall einsetzen zu können. Bei dieser Box hier, das fand ich auch ganz schön, das ist so ein Goldgarn, das weiß ich gar nicht, wo ich das her habe. Das würde jetzt aber auch hierzu passen. Da würde ich jetzt das so machen, dass ich mir hiervon und damit ein bisschen Farbe reinkommt, würde ich das Braun nehmen und würde das kombinieren. Heißt, wo ist mein Anfang? Da. Und da. Also wie gesagt, die Box ist jetzt an sich fertig. Ich finde das total easy. Jetzt lasse ich mir hier so ein Stück übrig. Wickel es rum. Schneide mir das hier hinten ab, damit ich ungefähr zwei gleich lange Strippen habe. Sollte auch beide Bänder nehmen. Und jetzt machen wir uns eine Schleife. Ihr könnt die Box in allen möglichen Größen abwandeln. Also ihr müsst halt nur immer gucken, dass ihr Felder macht. Ja, wobei ich finde, dass hier das wirklich schon das kleinste Maß ist. Das ist ja dieses Designerpapier in 6x6. Weil sonst macht es nicht viel Sinn. Ja, ich und Schleifen vor der Kamera. Das hat sich nicht geändert. Sorry. Dauert jetzt am längsten, das Schleifebinden. Oh, gruselig. Ich hasse es. Aber das Band ist aber auch so dünn. Und ich mit meinen großen Händen, Fingern, jetzt habe ich es aber. Mensch. So. Ich lasse das jetzt sogar so. Und was ich ganz schön finde, das habe ich bei der, ich glaube, bei der kleinen Box auch gemacht. Ihr könnt dann hier unten das Band so ein bisschen auseinanderziehen. Dadurch wirkt es nochmal wieder ganz anders. So, jetzt haben wir ja bei dem Produktpaket hier diese Handstanzen. Würde jetzt gerne noch ein bisschen Schniggeli dran machen.
Und entweder, das können wir nämlich auch in dem Designerpapier, ich hole das mal raus ein Stück. Na komm schon. Ihr könntet jetzt hier aus dem Designerpapier, wenn ihr das auch noch habt, könntet ihr hier diese Sachen ausstanzen. Aber das wäre ja jetzt farblich total gleich und wird ja gar nicht auffallen. Und ich habe mir jetzt hier so ein bisschen, weil das Papier ist auf Vanille-Pur-Basis, ein bisschen Vanille-Pur. Ich habe hier Sahara-Sand und Wildleder mir rausgesucht. Und da würde ich jetzt, ohne dass ich das Stempelset eigentlich benutze, mal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier ja einfach nur so ein paar Blätter ausstanzen und die mit hier dran düngeln. Aber ihr könntet sie natürlich auch vorher stempeln. Glaube, da oben, wo die Schleife ist, ist es sogar vielleicht zu viel. Dann könnt ihr vorher ein bisschen gucken, wie ihr es anordnen wollt. Ich glaube, das Blatt macht nicht viel Sinn, wenn es hinten liegt, dadurch, dass es dann von dem Vanilleton verschluckt wird. Das müsste dann hier vorne drauf. Also so fände ich das schon ganz nett. Dann müsstet ihr gar nicht stempeln. Oder ihr könntet euch die Motive auch aus dem Papier aussuchen. Aber ihr habt ja wahrscheinlich sowieso ganz anderes Papier als ich. Von daher, ja, dann käme jetzt noch bei mir so ein kleiner Spruch dran. Vielleicht hier dieses vielen Dank fände ich sehr schön. Das stempel ich dann auch auf diesem Vanille pur. Weil soll ja schon farblich passen. Und da würde ich jetzt Espresso nehmen. Weil schwarz wird mir jetzt dazu nicht so gut gefallen. Das ist doch nett. Espresso ist eins der wenigen Stempelkissen, die ich noch in der alten Variante habe. Und ich würde da jetzt auch gar nicht großartig, ja, wir könnten jetzt eine Stanze suchen, wo das schön reinpasst. Möchte ich jetzt aber gar nicht, weil ich will es so einfach halten wie möglich. Heißt, ich hole mir hier meinen kleinen Hebelschneider. Das war ja mal in einem Starterpaket mit drin. Mein Hund hat keine Lust mehr, er geht jetzt, sagt er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. So. Ja, und da könnt ihr dann halt ganz schön auch so Glitzerpapier und sowas schneiden. Also Glitzerpapier ist ja wirklich, ja, ein bisschen tricky für eure Schneideklingen. Da benutze ich immer, gucke ich, dass ich so eine alte verwahr. Oder aber eben, ich mache es hier mit diesem Hebelschneiderchen. Der ist dann nicht so, da habe ich aber schief geschnitten hier. Was ist das denn? So wollen wir das nicht. Aber wenn ich zu weit rüber gehe, dann. So, ist besser. Ja, das gefällt mir besser. Das Schöne ist, wenn man so ein Bastelzimmer ja neu sich organisiert und man hatte vorher schon so ein Räumchen oder einen Platz, wo man bastelt, dann weiß man, wo man die Fehler gemacht hat. Und die habe ich diesmal hier vermieden. Also ich würde jetzt tatsächlich hier diese kleinen Schniggeldies schon aufkleben. Muss auch gar nicht viel sein. Dann nehmen wir die. Und wenn man dann runterzieht, so wie ich jetzt, dann wusste ich genau, ach guck mal, da habe ich sogar Wiederverwertung gemacht, aber was gestempelt, was mir nicht gefallen hat. Ja, dass ich gesagt habe, die und die Fehler hast du oben gemacht, das war von der Sortierung total doof, das machst du diesmal anders. Und das Sprüchlein kann man jetzt hier drüber setzen, man kann es hier oben hinsetzen. Ich finde es sogar ein bisschen groß.
Deshalb frisiere ich das jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, dass das passt. Ja, das passt. Fällt mir das nicht mit den Ecken. Ich mache es nur noch schlimmer, merke ich. Ich hätte doch ein Etikett nehmen sollen. Jetzt habe ich die falsche Schere. Ich denke gerade, warum ist die Schere so groß? Aber ein Etikett. Hier habe ich ja so ein Anhängerchen gemacht. Das habe ich dann mit dem Band zusammen festgebunden. Aber wenn man solche Anhängerstanzen nicht hat, dann geht das auch durchaus mal so. Schneide ich mir halt so ein bisschen geschwungen diesen Schriftzug aus, weil er mir sonst doch wirklich zu groß ist hier für die Box. Und jetzt passt er. Und den mache ich jetzt mit einem Dimensional. Da würde ich jetzt die Minis nehmen. Jetzt habe ich schon wieder alle abgezogen hier. So. Und dann guckt ihr, wo ihr es hinhaben wollt. Und dann macht ihr das da drauf. So. Ja, das war's schon. Ich hoffe, dass euch diese kleine Box gefallen hat. Ich kann euch ja nochmal die Maße in die Kamera halten, wenn ihr diese Goodie-Box basteln möchtet. Ein Moment, wo ist da das? Da ist es. Genau, so. Also, wenn ihr diese kleine Box basteln wollt, dann braucht ihr ein Designerpapier in 15 mal 14 cm. Und ich gehe jetzt noch mal ein Stück runter. Dann könnt ihr besser sehen, wie ich das gefalzt habe. Und zwar sind diese Kästchen jetzt immer 3,5. Also ihr falzt dann die 15 cm, die längere Seite bei 3,5, 7, 10,5 und 14. Ich habe jetzt, das ist ja so ein 6x6-Inch-Papier, ich habe es jetzt auf dieser Seite gar nicht gekürzt auf 15, sondern habe diese 15,2 gelassen, die es ja dann hat. Dann habt ihr halt eine breitere Klebelasche, aber das ist nicht schlimm. Und ansonsten falzt ihr das genauso, also 1 und 2 Zentimeter rechts und links. Und da das 14 hat, falzt ihr dann hier in der Mitte bei 7 Zentimetern. Habe ich da 8 geschrieben? Ja, das ist ja auch lustig. Also bei 7, ne? Es ist 14 und die Hälfte von 14 ist 7. Okay, so, dann die Markierungen sind bei den 3 cm Feldern logischerweise hier in der Mitte bei 1,75 und hier lasst ihr es aber so. Also ihr geht jeweils 0,5 mm rein. Das sind dann im Prinzip die Maße. Und das Abschneiden ist genauso wie bei den anderen für diese kleine Box, wo da jetzt so ein Küsschen oder so eine Kirsche reinpasst. Ich finde es ganz nett als Tischgoodie. Ne, kann man noch so einen Spruch drauf machen, schön, dass du da bist oder frohe Weihnachten oder was auch immer ihr wollt. Ja, meine Lieben, das war das erste Video aus meinem neuen Bastelreich. Ich hoffe inständig, dass ich es jetzt hinkriege, wieder öfter zu kommen. Hab auch in der letzten Zeit extrem viele Karten gebastelt, etc. pp. Die letzte habe ich gestern auch noch mal auf Insta gezeigt. Also da seht ihr immer wieder alles Neue, was ich so mache. Und weil das ist eben einfacher für mich zu posten. Da habe ich zum Beispiel gestern mich mal komplett auf Rot-Weiß besonnen. Ja, habe jetzt hier diese kleinen Tannenbäume in Rot-Weiß. Dann habe ich hier so eine Schablone für diese kleinen Kränze. Hier habe ich einfach nur einen Rahmen ausgestanzt, also zwei unterschiedlich große Quadrate und die Mitte kann man auch noch benutzen. Kleiner Spruch drauf. Hier hinten die Karte selber habe ich so ein bisschen mit Spritzer gemacht. Und ja, so könnt ihr ruckzuck wirklich, finde ich, sehr schöne Karten gestalten. Das geht natürlich auch in allen anderen Farbtönen. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr jetzt sagt, boah, in Grün fände ich das total schön oder in Hellblau. Mit Sternen und statt mit Tannenbäume. Ja, und auf Insta habe ich im Moment eben eine ganze Menge Karten gebastelt
und dort gepostet. Schaut da einfach mal vorbei, würde mich freuen. Und ansonsten sage ich, ich wünsche euch einen bezaubernden Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.